Heute ist der 27. Mai und ich habe euch versprochen, die Lichtmedizin zu erklären. Hier haben wir drei gleich große Gläser mit gleich viel Wasser. Das erste Glas steht für den Körper, das zweite für die Seele, das dritte für den Geist. Körper, Geist und Seele. Körper, Seele, Geist. Egal wie du es hinstellst. Ich sage nur Körper, Seele, Geist hier als Erklärung. Wichtig ist, dass du genau weißt, welches Glas du für welches informieren möchtest. Zum Beispiel, ich schaue, was ist das, was ich heute brauche? Dann brauche ich das Körperglas. Dieses Körperglas ist informiert als Lichtmedizin. Das heißt, nimm für dich drei Gläser. Und diese informierst du als sogenannte Lichtmedizingläser. Dann nimmst du dieses Glas in deine linke Hand, das Wasser ist schon drinnen, und dann lässt du alle Probleme deines Körpers in dieses Wasser fließen. Das heißt, wir machen hier eine Eigenpotenzierung. Schließ deine Augen und alles, was hier wichtig ist. Alles, was du an körperlichen Problemen hast, lässt du hier in dieses Wasser hinein. Du merkst, dass das Glas schwerer wird und wenn die Hand nach unten geht, ist es informiert. Du trinkst es, wartest 1, 2 Stunden und dann kannst du genauso noch einmal diese drei Gläser für dich betrachten. Noch einmal Körper, Seele, Geist. Für mich Körper, Seele, Geist. Du kannst es umgekehrt machen, wie du möchtest. Und dann schaust du, okay, meine Seele möchte noch ein wenig Aufmerksamkeit. Du hast deine drei Gläser, dann in die linke Hand und alles, was jetzt meine Seele benötigt, lasse ich in dieses Wasser. Alles, was meine Seele benötigt, lasse ich in dieses Wasser. Eigenpotenzierung, ich trinke es. Ich würde empfehlen, nicht mehr als zwei Gläser für dich zu potenzieren, zu informieren. Mach dieses so oft, wie du willst, aber es heißt ganz klar, einmal täglich reicht. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Kind hast, das Probleme hat, sei es mit dem Geist, mit der Seele, mit dem Körper, lässt du es genauso arbeiten. Drei Gläser für dein Kind und es soll immer wieder diese Gläser neu aufstellen, es für sich irgendwo hinstellen und es als Lichtmedizin benutzen. Diese sind ganz große Möglichkeiten, dass wir in unsere Gesundheit, Körper, Geist und Seele hineingeführt werden. Einmal täglich reicht, aber du kannst zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, dein Kind hat Allergien. Es hat die drei Gläser, sie mit immer mit Wasser gefüllt und zum Beispiel Allergie. Wo ist die Allergie zu finden? Bei mir heißt es hier jetzt Geist. Das heißt, hier braucht es das Geistglas und dann lässt du die Energie der Allergie in dieses Glas oder das Kind macht es, bis das Glas hinuntergeht. Und wieder 1 bis 2 Mal am Tag, wenn wirklich eine solche körperliche Angelegenheit zu löschen ist. Du wirst verwundert sein, wie schnell Möglichkeiten, Lösungen hier geschehen. Also noch einmal, wenn du zum Beispiel, sagen wir, du hast Magenschmerzen, dann kommt die Hand zum körperlichen Glas. Sagen wir, du hast Schwindel, dann kann es sein, dass die Seele hier beinhaltet ist oder der Geist. Also du selbst musst nur wissen, Körperglas, Seeleglas, Geistglas. Und dann kannst du lernen, diese Lichtmedizin für dich, deine Kinder, wen auch immer, selbst herzustellen. Nebenwirkungen keine, aber Lösungen schnell. Das ist ein Geschenk von der geistigen Welt für euch alle, wirklich alle zugänglich. Ich danke dir fürs Vertrauen und probier es einfach aus.